Freizeitwohnsitze sind in Tirol schon lange ein Thema, doch die Probleme damit werden immer aktueller und heftiger. In diesem Video will ich der Frage nachgehen, wie man am besten reagiert, was zu tun ist, wenn man mit dem Vorwurf konfrontiert wird, eine Wohnung oder ein Haus zu Unrecht als Freizeitwohnsitz zu verwenden. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger, ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert. In diesem Video gehen wir dem Thema Freizeitwohnsitz auf den Grund. Genauer gesagt will ich der Frage nachgehen, wie am besten zu reagieren ist, was zu tun ist, wenn man mit dem Vorwurf konfrontiert wird, eine Wohnung oder ein Haus illegal als Freizeitwohnsitz zu nutzen, bevor es losgeht. Wenn du dieses Video sehen solltest, aber den Kanal noch nicht abonniert hast, dann nimm dir jetzt kurz die Zeit, abonniere den Kanal, klick auf die kleine Glocke und du wirst verständigt, wenn neue Videos kommen. So bleibst auch du beim Immobilienrecht auf dem neuesten Stand. Viele Wohnungen und Häuser, die in Tirol gekauft werden, haben keine sogenannte Freizeitwohnsitzgenehmigung. Eine Freizeitwohnsitzgenehmigung kann im Baubescheid enthalten sein oder es kann ein eigener Bescheid sein, der ausdrücklich erlaubt, eine Wohnung, ein Haus oder sonstiges Objekt als Freizeitwohnsitz zu verwenden. Als Freizeitwohnsitz gilt ein Objekt dann, wenn es nicht der Befriedigung eines Wohnbedürfnisses, eines ganzjährigen, also eines Hauptwohnsitzbedürfnisses dient, sondern dem Aufenthalt während der Ferien am Wochenende oder allgemein zu Erholungszwecken. Der Begriff ist ein bisschen dehnbar und der Verwaltungsgerichtshof hat in mehreren Erkenntnissen ausgesprochen, dass grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass wenn kein Hauptwohnsitz vorliegt und keine überwiegenden Anknüpfungspunkte an diesen konkreten Ort festgestellt werden können, von einem Freizeitwohnsitz auszugehen ist. Diese Argumentation hat viele Schwächen und sie kommt aus einer Zeit, in der Begriffe wie Homeoffice oder Lockdown im allgemeinen Sprachgebrauch noch nicht vorhanden waren. Sie sind ungefähr 10 Jahre alt und seither hat sich halt extrem viel verändert. Vor allem in den letzten 2 Jahren haben sich die Verhältnisse geändert. Durch die fortschreitende Digitalisierung ist es heutzutage möglich, von überall aus zu arbeiten, überall ein Homeoffice zu haben. Und das öffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten in der Argumentation von Arbeitswohnsitzen. Die Behörden hingegen gehen immer noch davon aus, dass wenn ich meinen Hauptwohnsitz irgendwo anders habe und in der Wohnung in Tirol nur am Wochenende bin und in den Ferien, je nachdem wie häufig ich mich dort aufhalte, grundsätzlich von einem Freizeitwohnsitz auszugehen ist. Es kommt maßgeblich darauf an, wie viel ich mich in diesem Objekt aufhalte und was ich dort eigentlich mache. Ab da, wo ich regelmäßig an diesem Ort bin und nicht nur Ferien mache, sondern vielleicht studiere, arbeite oder einer sonstigen Tätigkeit nachgehe oder sonst einen Anknüpfungspunkt an diesen Ort habe, wird man den Vorwurf der illegalen Freizeitwohnsitznutzung möglicherweise entkräften können. Es spielen da aber sehr viele Faktoren eine Rolle und es ist wirklich auf den Einzelfall abzustellen. Wenn ich also von der Behörde eine Aufforderung bekomme, die Nutzung als Freizeitwohnsitz zu unterlassen, dann ergeht diese Aufforderung in Form eines Bescheides. Es ist eine Untersagung der weiteren Benutzung. Gegen einen Bescheid muss ein Rechtsmittel ergriffen werden, wenn man damit nicht einverstanden ist. In diesem Rechtsmittel an das Landesverwaltungsgericht kann man dann darlegen, warum entgegen der Ansicht der Behörde kein Freizeitwohnsitz vorliegt. Hier kann man Beweise vorlegen, Zeugen anbieten, Unterlagen vorlegen, alles Mögliche, was dem Standpunkt nützlich ist, dass man eben hier einen Hauptwohnsitz hat oder einen auf alle Fälle nicht Freizeitwohnsitz. Hat man damit Erfolg, dann kann man die Wohnung ganz normal weiter nutzen wie bisher als Arbeitswohnsitz oder als Nebenwohnsitz, solange eben kein Freizeitwohnsitz vorliegt. Hat man keinen Erfolg, dann kann man die Wohnung natürlich ganz normal vermieten an jemanden, der dort seinen Hauptwohnsitz begründet. Und natürlich ist es auch zulässig, Wohnsitze, Immobilien leer stehen zu lassen. Das kann unbefriedigend sein, weil man keine laufenden Einnahmen lukrieren kann, auch die Wohnung selber nicht benutzen darf, nicht als Freizeitwohnsitz benutzen darf. Aber wenn man zum Beispiel vorhat,
in einem späteren Lebensstadium, in einigen Jahren, die Immobilie zu beziehen, dann kann man das natürlich machen. Und wenn es primär darum geht, Kapital anzulegen, dann ist es somit zumindest inflationsgesichert. Im nächsten Schritt könnte man sich natürlich überlegen, wie man seinen Schaden begrenzen könnte. Hier gilt es vor allem darauf abzustellen, wie die Informationslage beim Ankauf der Immobilie war. Hin und wieder kommt es vor, dass Käufer nicht ordnungsgemäß aufgeklärt werden darüber, was sie mit einer Immobilie eigentlich machen können. Gewisse Projekte zielen gerade auf Ausländer ab, die in Tirol sich als Freizeitwohnsitz niederlassen wollen. Und hier kommt es entscheidend darauf an, ob der Makler oder der Bauträger oder Verkäufer oder auch der Vertragsrichter ordnungsgemäß darüber aufgeklärt hat, wie diese Immobilie genutzt werden kann. Sollte eine Aufklärung nicht stattgefunden haben oder sogar falsche Informationen erteilt worden sein, dann könnte man einen allfälligen Schaden, sollte man einen Schaden haben, dadurch, dass man die Wohnung nicht wie beabsichtigt nutzen kann, beispielsweise könnte das ein niedrigerer Verkaufspreis sein, wenn mehrere Käufer zugleich verkaufen müssen, aber die Nachfrage nicht so da ist, könnte man diesen Schaden geltend machen bei demjenigen, der die Aufklärung beispielsweise unterlassen hat oder falsche Informationen erteilt hat. Das Thema der Freizeitwohnsitze und des Vorwurfs der illegalen Nutzung einer Immobilie als Freizeitwohnsitz wird eben immer häufiger zum Problem, weil die Gemeinden, aufgestachelt durch die Politik, immer schärfer kontrollieren und vieles, was in den vergangenen Jahren einfach so anstandslos akzeptiert wurde, heutzutage streng kontrolliert wird und von den Gemeinden eben verfolgt wird. Daher kommen immer mehr Leute in die Bredouille und müssen sich vor der Gemeinde rechtfertigen. Hier gilt es also wirklich rechtzeitig zu agieren und nachzuweisen, wie man die Immobilie nutzt und sich möglicherweise auch eine Exit-Strategie zu überlegen. Denn auch bei der illegalen Freizeitwohnsitznutzung gibt es ganz empfindliche Strafbestimmungen, sollte man sich der Anordnung der Behörde widersetzen und trotz eines festgestellten illegalen Freizeitwohnsitzes fortfahren, die Immobilie zu Erholungszwecken zu benutzen. Zu dem Thema gibt es viele Facetten, die man berücksichtigen muss. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt mir gerne eine Nachricht oder einen Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, solltet ihr es noch nicht gemacht haben, abonniert jetzt meinen YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Dan.